Herzlich willkommen zum Vending Friday. Heute geht es mal um den Automaten meiner Schwiegermutter. Dieser steht in Friseute bei einem Barbershop. Hier um die Ecke ist noch eine Spilo. Hier ist ein schöner Schulweg. Und ich möchte mit euch heute mal im Intro mal unterhalten, wie das Ding läuft, wie sie zufrieden ist, wie viel Umsatz sie damit macht und ja, was der Vorteil ist von so einem Automaten. Ab geht's! Erstmal danke fürs Einschalten. Wir sind hier ja, in Friseute, das ist eine Kleinstadt, könnte man sagen. Und hier ist ein Barbershop und der läuft richtig gut, ist richtig gut besucht. Und die Kunden trinken natürlich auch gerne mal was aus diesem Automaten. Aber nicht nur die Kunden von dem Barbershop sollte man im Auge behalten, sage ich mal. Sondern man muss auch die ganzen Häuser, die hier umzu sind, im Auge behalten. Die Bushaltestellen, die Leute, die hier langlaufen und so weiter. Und vor allen Dingen, dass es eine Möglichkeit ist, 24/7 zu verkaufen und auch einzukaufen. Und ich würde sagen, wir gucken den Automaten mal zusammen ganz kurz an. Und dann sprechen wir mit dem Schwiegermonster, die ja mittlerweile, was Automaten angeht, die Nadel voll im Arm drin hat. Und schauen, wie ihre Pläne aussehen oder wie zufrieden ist sie damit. Und es war eigentlich als zusätzliches Standbein, jetzt geht's ab hier, es war eigentlich als zusätzliches Standbein gedacht und entwickelt sich mittlerweile für sie auch zum Geschäft. Ich würde sagen, wir gucken den Automaten mal an. So, das hier ist Aris Barber Shop, beziehungsweise Friseur ist das für Herren, moderne Herrenhaarschnitte. Wer es nicht kennt, sicherlich die jüngeren Leute kennen das und hier gibt es günstig einen guten Haarschnitt. Wer will, kann vorbeikommen und kann natürlich hier auch zusätzlich Snacks und Getränke ziehen. Das Ganze wurde jetzt hier in ein Beet verpflanzt mit einem Holzdeck, könnte man sagen, Holzterrasse, wo man dann zum Automaten hinkommt. Oben nochmal ein Leuchtschild, das ist aktuell ein bisschen sehr hell, sodass man hier nichts erkennen kann. Aber das Leuchtschild im Dunkeln lockt natürlich die Leute nochmal wie die Fliegen. Das Ganze ausgestattet mit einem Zigaretten-Aschenbecher und mit einem Mülleimer, sodass hier auch kein Ärger entsteht und der Müll hier gesammelt wird. Und es gibt ja das Snack-Standardprogramm, das Onkel-Kramer-Programm, spiegelt ein bisschen die Anti-Vandalismus-Scheibe. Aber ich denke, man kann das so ganz gut sehen. Der Vorteil ist natürlich, hier ist wenig Vandalismus, denn die vom Laden passen natürlich auch hier auf. Und umzu wohnen einige Leute, die ein Auge drauf haben und deswegen sieht der Automat auch noch wirklich toll aus. Ich würde sagen, wir fahren nach Hause zur Schwiegermutter und reden mal kurz mit der. Und hier im Dorf muss ich sagen, das ist jetzt nicht die Prime-Lage für ein Geschäft. Man denkt vielleicht auch nicht im ersten Moment, dass der Automat sich da lohnt. Aber da ist so viel Durchlauf von Menschen und es gibt wenig Angebot im Laden. Klar, ihr Netto ist hier um die Ecke. Kann man sich auch das Getränk günstiger kaufen. Aber die Leute, denen ist die Zeit mehr wert. Ich möchte jetzt was trinken und nicht erst zum Netto fahren und mich eine Viertelstunde da in die Schlange anstellen, sage ich mal. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr nicht auf die Geschäfte guckt. Da kann auch ruhig eine Tankstelle nebenan sein. Der Automatenkunde ist ein ganz anderer als der in die Tankstelle reingeht. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr guckt, wie bewegen sich die Leute im Dorf und ist das ein sicherer Standort, fahren hier viele vorbei, ist es ein Verkehrsknotenpunkt, ist es vielleicht sogar ein Schulweg oder sonst irgendwas. Das natürlich für so einen Standort auf jeden Fall spricht, würde ich mal sagen. Ja, meine Schwiegermutter kam, wie gesagt, auch alleine auf mich zu und hatte gefragt und sie hat es ja mal wieder gesehen durch die Videos, wie viel Umsätze ich mache und so weiter und wollte es dann gern halt auch als zusätzliches Standbein und hat den regulär gekauft und finanziert und so weiter. Und möchte sich so natürlich ein bisschen Geld dazu verdienen, aber es ist auch ganz klar immer Arbeit, die man reinstecken muss. Also es ist nicht, dass der von alleine arbeitet, sondern man muss auch regelmäßig hinfahren und den befüllen, den sauber machen. Und wenn da mal eine Störung ist, was relativ selten vorkommt, das kommt eher durch Manipulation, durch klebrige Münzen oder sowas, da muss man halt auch mal hin. Ne? So. Also das Geld kommt nicht von alleine, aber dennoch ist es etwas, was man skalieren kann, was man neben der Arbeit aufbauen kann. Erstmal brauchst du kein großes Invest, wie als wenn du dich mit irgendwas selbstständig machst. Du hast kein großes Risiko. Du kannst den Standort ja regelmäßig oder wechseln, wenn er mal nicht laufen sollte. Und du kannst ihn zur Not wieder verkaufen, ohne große Bürokratie, wie es vielleicht bei Häusern, Wohnungen oder sonstiges ist. Auf jeden Fall ganz wichtig, wenn ihr etwas macht, was euch keinen Spaß macht, nur wegen dem Geld, ist es das nicht wert. Es muss schon etwas sein und das muss jeder für sich selbst herausfinden. Es muss etwas sein, was
wo man sagt, wenn man das den Tag über gemacht hat, dass man es nicht bereut und dass man auch mit Freude drauf zurückguckt. Nicht so, als wenn man morgens zur Arbeit hingeht und sich dann schon aufs Wochenende wieder freut, sondern etwas, wo man auch Spaß dran hat, weil man Erfolge damit hat. Und natürlich, das Geld ist der Lohn des Erfolgs und das steht natürlich auch noch mit dran, aber es sollte nicht im Vordergrund stehen. Kleine Werbung in eigener Sache. Am Ende des Septembers, ihr seht hier unten den Balken eingeblendet, sind wir in München auf der Ventra mit einem eigenen Stand. Onkel Kramer Academy, sowie alle Freunde vom Automatenland, sage ich mal. Wir stellen dort die neue Lösung vor, die neue Slave-Lösung, Master-Slave-Lösung, beziehungsweise die Terminal-Lösung und natürlich auch die Standardautomaten. Ihr könnt uns Fragen stellen und natürlich auch was gewinnen. Ab geht's mit Schwiegermonster. Das ist Bianca Kramer, Schwiegermonster auch genannt. Sieht schon uralt aus, ist aber viel jünger eigentlich. Pass auf. Ja. Und ich würde sagen, die erzählt einfach mal, wie sie dazu gekommen ist, wie die Planung so aussieht und was der Vorteil ist vom Snackautomaten im Gegensatz zu, ich gehe woanders arbeiten, verdiene da mein Geld, sage ich mal so. Ab geht's. Hallo, ich bin Bianca Kramer. Ich habe einfach versucht, noch nebenbei was in eine Kasse reinzubringen. Ich bin Arbeiter auch noch so nebenbei. Auf 450 Euro. Und da habe ich gedacht, was mein Schwiegersohn kann, das kann ich schon lange. So, und dann bin ich einfach angefangen und wollte auch einen Automaten haben. Ja, ich habe mir so einen Automaten gekauft und habe von Pauli auch noch ein paar Tipps gekriegt. Habe mir auch die Videos von Pauli angeguckt. Die bringen ja auch einiges. Ja, er kann es zwar nicht so gut wie ich, aber er macht das schon ganz gut. Sei leise! Ja, die Frage ist natürlich, wie viel Zeitinvest hast du am Tag damit? Fährst du jeden Tag dahin zum Auffüllen oder zum Saubermachen? Ja, umso besser es läuft, dann fahren wir natürlich jeden Tag. So, dann machst du morgens eine Stunde sauber, mit Auffüllen, mit allem drum und dran. Aufwand ist nicht viel. Du arbeitest ja sonst für 450 und hast quasi dasselbe jetzt auch nochmal zusätzlich mit weniger Arbeit, richtig? Richtig. Wie siehst du die Zukunft? Willst du noch mehr Automaten aufbauen? Manche machen das, um ein bisschen was nebenbei zu haben. Oder willst du es dabei belassen? Nein, ich spiele schon mit den Gedanken, noch einen zweiten oder vielleicht dritten zu holen. Also wenn das so weiterläuft wie im Moment, dann auf jeden Fall. Genau, vielleicht magst du was zu den Durchschnittszahlen sagen. Wie lange hast du den jetzt da stehen? Wir haben den jetzt seit Februar stehen und so im Durchschnitt haben wir 1.500, 1.550 im Monat. Das ist doch anständig, oder? Und wie viel sind das insgesamt bisher, grob? Um die 10.000. Um die 10.000. Und du machst das genauso wie ich. Du kaufst die Ware ein, machst einen 100%igen Aufschlag und plus Mehrwertsteuer, richtig? Richtig, das ist so. Bianca hat es so gemacht, dass sie sich gesagt hat, okay, ich kaufe den Automaten und lasse mir die Mehrwertsteuer wiedergeben. Also hat kein Kleingewerbe angemeldet, weil sie ja anhand meiner Zahlen gesehen hat, dass man über diesen Freibetrag über hinauskommt und man mehr Vorteile hat, wenn man es als normales Gewerbe anmeldet, als vollwertiges Gewerbe, also anmeldet und nicht ein Kleingewerbe draus macht, richtig? Ja, genau so haben wir es gemacht. Du hast deinen Automaten ausgestattet mit Telemetrie. Kommst du damit klar? Super. Aber auch anhand deiner Videos, wo man alles gelernt hat. Das sollte sie sagen. Für 5 Euro ist das auf jeden Fall drin. Normalerweise lässt die Schwiegermutter ja kein gutes Haar an mich. Ja, ich habe dir das ja beigebracht. Ne? Der Hass beruht auf Gegenseitigkeit. Nee, also es ist mit Telemetrie. Viele denken immer am einen Automaten, mach ich es oder mach ich es nicht. Aber es macht schon Sinn, oder? Auf jeden Fall, würde ich immer wieder machen. Weil man braucht nicht hinfahren, um zu gucken, was drin ist oder was fehlt und nicht sinnlos mit irgendwelchen Sachen durch die Gegend fahren. Ich gucke auf mein Handy und ich weiß alles. Ja. Bei uns ist es schon eine kleine Sucht oder ein Krieg. Ja. Ich vergleiche ja immer meinen Laden oder einen Einzelautomatenstandort mit ihrem und sie hat auch schon einen richtig guten Standort, muss ich sagen. Man muss auch sagen, wenn man unter 1.000 Euro kommt, dann lohnt sich das Ganze nicht, beziehungsweise dann kann man Geld wechseln gehen, das ist genau dasselbe. Aber man muss da schon einem gewissen Level drin sein, damit da was übrig bleibt. Du legst dein Geld zurück, habe ich gehört, und bezahlst damit quasi den nächsten Automaten und den kannst du dir rein theoretisch jetzt bald kaufen, oder? Ja, den kann ich mir bald kaufen. Muss mal gucken, ob ich noch gute Konditionen bei meinem Schwiegersohn kriege. Ja, eine Preisverhandlung ist das immer ätzend, weil wir haben es zusammen, dieses schöne Haus gekauft hier. Ja. Und das ist ja, du, erstmal kriegst du es nie verkauft, weil die Schwiegermutter ja drin wohnt. Und außerdem musst du ja auch, jetzt habe ich den Faden verloren. Egal, aber auf jeden Fall, der Automat, der lohnt sich. Du würdest es wieder machen? Ich würde es wieder machen. Vor allen Dingen, wenn du dann hinterher den Faden verlierst, ist alles gut. Ja. Das war es mal kurz von meiner Schwiegermutter. Vielen Dank. Bitte.
So, das war mal ein etwas anderer Wending Friday. Jeder, der da irgendwie misstrauisch ist, dass das vielleicht nicht stimmt mit den Umsätzen, kann gerne vorbeikommen oder im Zoom-Call. Wir machen einmal im Monat vom Automaten dann einen Zoom-Call. Das ist in der Regel der Rainer und unser Finanzierer mit dabei, der Niklas, unser Verkaufsleiter und ich. Entweder bin ich im Automatenland oder ich gehe halt durch den Laden bei mir und zeige einige Sachen und kann auch dokumentieren, das ist in Majax drinne, das kann ich nicht bescheißen und das ist auch das, was ich dem Finanzamt übermittle, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Klar ist es in der Familie immer noch ein bisschen einfacher, wenn man jemanden hat, der einen an die Hand nimmt. Ich brauchte am Anfang nur was erklären, ein bisschen mit Einstellen helfen und den Rest macht sie anhand der Videos. Das klappt auch super gut. Oh, ich hoffe, das sieht jetzt nicht aus wie eine gekaufte Werbung. Aber es funktioniert tatsächlich. Und das hätten die am Anfang nicht gedacht. Am Anfang war halt der Fehler, sie hatten erst noch einen anderen Standort. Also Schwiegereltern hatten einen anderen Standort im Auge. Das war dann am Sportplatz. Eigentlich, ja, könnte funktionieren, aber es ist nicht so ein Ding, wo du erfolgreich mit durchstarten kannst. Ist ja schöner, wenn gleich der erste Standort gut ist. Und da hat sich ein Friseute etwas angeboten. Danke nochmal an die Familie Güven auf jeden Fall. Ich muss mich übrigens noch melden. Ich weiß, ich vergesse das immer wieder. Und wir haben da diesen wunderschönen Standort bekommen. Neben dem Top-Barber-Friseur. Ich glaube, das ist der bestbesuchteste hier in der Umgebung. Da ist es immer was los. Und der ist natürlich auch ein Träger unseres Erfolgs oder von Bianca der Erfolg. Und das macht dann auch Spaß, ne? Wenn man sieht, dass Früchte, die man sieht, dass man die schnell ernten kann. Und innerhalb von kurzer Zeit ein Return of Invest hat und schon wieder das nächste Gerät kaufen kann. Man muss ganz klar sagen, die haben das Gerät finanziert, hätten es auch bar kaufen können, macht ja aber gar keinen Sinn wegen der 5-jährigen Abschreibung und können so mit dem nächsten schon wieder ihren Bereich erweitern. Bist du auch mit drauf? Nee. Das war mal ein etwas anderes Wending Friday Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wir sind morgen bei der Kamis-Messe in Neuss und da könnt ihr uns natürlich auch sehen und unsere Automaten. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Lasst ein Abo da, Daumen nach oben, euer Onkel Kramer. Bleibt sauber, ordentlich und anständig. Mehr auf onkelkramer.de. Ciao.